Herzlichen Dank, Helmut Krause. Und als nächsten Redner haben wir jetzt hier, wer kennt ihn nicht, unseren Freund und Kollegen Markus Heinz. Bitte schön. Markus, ich glaube, ich brauche dich nicht weiter vorstellen. Das machst du selber. Dankeschön, Dankeschön. Das kriegen wir auch ohnehin. Ja, das habe ich mir letztens auch mal gedacht, wie das mit den zwei Staatsexamen eigentlich wäre, wenn man das, was diese Damen und Herren hinter uns in den letzten 15 Monaten entschieden haben, in irgendeiner juristischen Klausur geschrieben hätte. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wir säßen oder ständen heute hier nicht als Rechtsanwälte, als Rechtsanwältinnen, weil das, was dieses Gericht hinter mir oder hinter uns in den letzten 15 Monaten gemacht hat, das ist einfach nur beschämend. Das ist das eine. Ja, wir wissen alle, dass Politiker nicht unbedingt die bestgebildetste oder ehrliche Klasse sind. Aber von Volljuristen erwarte ich mir ein bisschen mehr als das, was da passiert ist in den letzten Jahren. Es war auch davor schon so. Es ist ja nicht so, dass sowas von heute auf morgen kommt. Also diese ganzen Entwicklungen sind ja nicht, da passiert irgendwo irgendwas in irgendeinem Land und jetzt haben wir alle Panik. Ja, das läuft ja alles schon viel, viel länger. Ich meine, wer glaubt hier ernsthaft, dass es jemals um Gesundheit ging? Bitte mal die Hände hoch. Natürlich geht es hier nicht um Gesundheit. Es geht hier um Macht, es geht hier um Geld und es geht darum, die Menschen einfach zu kontrollieren, wie es in vielen Ländern schon passiert. Und diese Damen und Herren hinter mir, hinter uns, sollten sich dafür schämen, dass sie sich daran beteiligen, weil bei euch bleibt es am Ende hängen. Weil mit der funktionierenden Demokratie hat dieses Land seit 15 Monaten spätestens überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist schlichtweg ein autoritärer Staat und daran habt ihr euren Beitrag. Ich habe hier auch mal ein Verfahren geführt, da ging es auch um Maskenpflicht. Ich meine, wir sehen das ja hier, immerhin haben jetzt einige der Polizei die Dinger nicht mehr auf. Jetzt, wo ich es anspreche, werden sie es wahrscheinlich wieder aufsetzen. Aber es ist so absurd, was wir hier seit 15 Monaten diskutieren. Und ich habe selber mal mich an das Thema am Anfang noch juristisch rangemacht, inzwischen schon lange eher aktivistisch. Und natürlich kann man das alles prüfen, ja, Verhältnismäßigkeit und so weiter, aber so weit würde ich gar nicht gehen. Warum glaubt eigentlich irgendjemand in diesem Staat, dass man den Menschen einfach mal ihre Rechte wegnehmen kann, wie es gerade passt? Ja, mein Vorredner hat es schon angesprochen. Ja, wenn ich diese ganzen Politverbrecher höre von Lockerungen und wann wir wieder raus dürfen, ja, also diese kollektive Erpressung einer Gesellschaft, die sich das leider auch gefallen lässt, da frage ich mich, bin ich im falschen Land? Und wie lange möchten sich die Menschen in diesem Land das noch gefallen lassen? Ich befürchte, dass es noch eine ganze Weile so weiterlaufen wird. Das ist nicht in 3 Monaten vorbei. In 3 Monaten ist die Wahl vorbei. Dann gucken wir, welche Verbrecherbande dann dran ist, aber dann werden die weitermachen. Ja, weil einfach das Volk leider momentan noch ein bisschen zu verwöhnt ist und wir dürfen uns alle nicht einbilden, dass die Justiz in Deutschland irgendetwas ändern würde. Es gibt wenige Richter, die wirklich aufrecht sind und die noch Entscheidungen treffen, die keine politischen sind, so wie es dieses Gericht auch tun sollte. Das steht übrigens auf der Website drauf. Vielleicht halten sie sich auch mal dran und spielen keine Politiker, sondern machen das, was sie eigentlich gelernt haben, nämlich Recht zu sprechen. Aber das ist das Problem, was alle unsere Institutionen letztlich durchzieht. Ja, das geht in der normalen Politik, über die möchte ich nicht reden, ich möchte mir nicht irgendwie die Laune verderben, aber das ist in der Justiz so und das ist auch in den Medien so. Und davon müssen wir langsam aber sicher weg. Und ich frage mich, wann es die Menschen begreifen, wo welche rote Linie noch kommen soll. Es bleiben nicht mehr so viele übrig. Ja? Am Anfang Maske, Abstand, Test, Impfung. Inzwischen sind 60% der Kinder möchten geimpft werden, um endlich hier rauszukommen. Das ist etwas für den internationalen Strafgerichtshof, was hier passiert. Wenn man sich das überlegt. Und das wird euch
Herren hinter mir euer Leben lang verfolgen, was ihr hier mit verbrochen habt. Und ich schäme mich, dass ich das Gleiche studiert habe wie ihr, weil irgendeiner von uns hat es nicht verstanden, entweder ich und meine Kollegen oder ihr. Aber ich befürchte, in dem Fall haben die Anwälte recht und nicht die Richter, die das Recht jeden Tag aufs Neue brechen, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Erklären, wenn man 16, 17 Monate zurückschaut, in was für einem Staat wir inzwischen leben. Es geht nur noch um getestet, genesen, geimpft. Was kommt als nächstes? Gechippt? Keine Ahnung. Ich muss belegen, dass ich gesund bin. Ja? Jeder ist für seinen Mitmenschen ein Feind, ja, ein Gefährder und auch daran, vor allem im Versammlungsrecht, und da kenne ich mich ein bisschen aus, hat auch dieses Gericht also einen riesigen Anteil. Und ich bin mal gespannt, wie sie in den nächsten Wochen, wie sie die nächsten Versammlungsverbote rechtfertigen wollen. Weil die haben ja keinen Ausweg, ja. Inzidenz 1, 2, 3, 4, 0 ist völlig egal. Die machen einfach weiter. Ich war heute auch mal wieder in einem Gerichtssaal. Und immerhin, der Kollege auf der Gegenseite hat die Maske dann kurz mal runtergenommen. Ich durfte ohne, mein Mandant dann aber gleich, als er sie runtergenommen hat, der Richter, nee, also wenn Sie da neben dem Herrn Heinz sitzen, also das geht gar nicht. Und also einfach nur von Sinnen. Ja, ich weiß nicht, ob die alle nur so viel Angst haben. Ich glaube, sie sind einfach alle feige, weil das ist das Problem. Die allermeisten Menschen in diesem Land sollten intellektuell in der Lage sein, und da zähle ich auch Richter dazu, zu verstehen, dass hier etwas schief läuft. Und ich bin mir auch sicher, sie wissen es, sie wägen sich nur momentan auf der sicheren Seite, wenn sie einfach dieses Unrecht weitermachen und hoffen, dass sie nie dafür verfolgt werden werden, aber das wird passieren. Das ist in der Vergangenheit passiert und es wird auch in der Zukunft passieren. Diese Taten werden irgendwann juristisch verfolgt werden. Von welchem Gericht und welcher Institution auch immer. Und darauf freue ich mich. Und wir haben ja heute einen historischen Tag. Ja, 17. Juni, Volksaufstand in der DDR 1953. Da war es noch wesentlich gefährlicher, seinen Mund aufzumachen. Heutzutage ist es eigentlich ziemlich einfach. Man kriegt vielleicht ein bisschen negatives Framing, man wird komisch angeguckt, aber die Menschen damals hatten, muss ich leider sagen, mehr Mut. Und das ist was, was wir alle wieder brauchen, um diese Krise endgültig zu überwinden. Man muss es natürlich auch aufpassen, weil momentan bei vielen die Emotionen hochkochen und man bei einigen so ein bisschen das Gefühl hat, das ist jetzt der letzte Ausweg, wir müssen jetzt hier irgendwas tun. Und da dreht vielleicht, da geht es dem einen vielleicht nicht schnell genug. Wir müssen momentan vor allem eins machen, als jetzt, nennen wir es mal Freiheitsbewegung, jetzt gehen wir weg nur von den Anwälten, wir müssen Ruhe bewahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben in zwei Tagen diese vermeintliche Demo in Berlin. Das hat jetzt mit dem hier nichts zu tun, aber mit dem da hinten bin ich jetzt erstmal fertig. Wo ich einfach auch bei vielen raushöre, dass sie die Schnauze voll haben und dass sie aber nicht verstehen, dass der Staat, der momentan wirklich sehr viele Argumentationsnöte hat, ein gefundenes Fressen hätte, wenn jetzt auf irgendeiner Demo irgendein Blödsinn passieren würde. Und das wirklich mal an alle, die dann sagen, naja, wenn es dann eskaliert, dann ist es so. Nein, dann ist es nicht so. Dann haben wir verloren. Weil die müssen sich momentan rechtfertigen. Natürlich sind das alles nur Strohfeuer. Nur weil irgendeine Bildzeitung oder ein Spiegel irgendwas schreibt, gibt hier kein System. So funktioniert das nicht. Aber zumindest werden ein paar Lügen aufgedeckt. Und deswegen wirklich, wir müssen manchmal einfach die Geduld haben. Das ist schwierig. Das ist natürlich vor allem schwierig, wenn man sieht, welches Unrecht hier geschieht. Aber da muss man immer unterscheiden, das sollte auch der Jurist machen, zwischen einer individuellen Notwehrsituation, die es durchaus mal geben kann, und zwischen einem Kollektiv. Und das Kollektiv muss immer friedlich bleiben. Weil wenn das Kollektiv friedlich bleibt, dann ist es am stärksten. Also versucht da nicht nur juristisch, wie wir das machen, sondern auch im Rahmen der Bewegung drei Schritte weiter zu denken. Wir wissen, auf der anderen Seite stehen sehr viele Verbrecher und Kriminelle, anders bezeichne ich sie nicht, weil genau das sind sie.
Und die werden natürlich sich das ein oder andere einfallen lassen, um uns für irgendwas die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und das, diese Einladung sollten wir denen nicht geben. Und da müssen wir einfach alle miteinander völlig aufpassen, ruhig bleiben, auch wenn es schwer fällt. Das fällt auch mir schwer. Ja. Aber es ist im Endeffekt der richtige Weg. Die Gerichte in Deutschland werden uns nicht helfen. Das ist vielleicht auch ganz gut, weil unsere Gesellschaft war auch vor 15 Monaten nicht perfekt. Die war weit, weit entfernt davon. Und global möchte ich da gar nicht davon reden. Aber wozu diese Krise führt und dieses Versagen der Institutionen, das führt dazu, dass die Menschen sehen, wie sie seit Jahrzehnten verarscht und versklavt wurden und es gar nicht gemerkt haben, was sie sich mit irgendeinem billigen Konsum die Zeit vertrieben haben und eigentlich nicht begriffen haben, dass sie noch nie frei waren. Und da haben wir jetzt alle die Möglichkeit, diesen Zustand global zu ändern, damit wir endlich alle, und damit meine ich alle Menschen auf der Welt, in Freiheit und in Frieden leben können. Dankeschön.